Wir sind zurück mit einer neuen Folge Assassin's Creed. Hammer cool, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen auf Kythera weiter und wir sollen die Dienerin unserer Diona treffen, wo wir, glaube ich, alle wissen, dass sie mit dem Kult unter einer Decke steckt. Obwohl, wissen wir es eigentlich wirklich? Aber es ist schon alles sehr verdächtig. Gut. Wir haben dich erwartet. Folge mir bitte. Sie hat mich angewiesen, mich vor ihrer Ankunft gut um dich zu kümmern. Deine Schultern müssen schmerzen. Ich kann dir helfen, dich zu entspannen, bevor Diona eintrifft. Die wollen mich betäuben. Oder töten. Oder irgendetwas. Hä? Was fahren jetzt los? Rennt die einfach weg, die Alte. Lass dich verraten. Sieht aus, als wärst du bereit. Wir wollen es doch alle sehen. Na komm schon, ziehen wir es durch. Kyteras Sicherheit kann warten. Das ist gut, denn ich nicht. Ist sie schon aufgebrochen? Ja, und zwar vor einer ganzen Weile. Diona sagte etwas von Kundschaftern und einem Bericht. Wo sind sie? Diona ist fertig mit dir. Malaka! Genug. Okay. Haben wir mal Geschnetzeltes gemacht? Ich frage die Dienerin. Erstmal beklaue ich die jetzt hier. War doch so klar. Aber wir haben sie lang gemacht. Der Punkt geht auf unser Konto. Du, was ist hier los? Ich tat nur, was man mir auftrug. Diona befahl mir, dich in den Garten zu führen. Bitte töte mich nicht! Warum griffen sie mich an? Ich habe sie selbst befreit. Diona trieb ihr Spiel mit dir und der Hohepriesterin. Der Schiffsführer, den du getötet hast, führte die Verstärkung ihrer Schwester an. Und das Gift sollte gegen dich eingesetzt werden, falls du zu gefährlich wirst. Ich werde dieser verdammten Schlange zeigen, wie gefährlich ich wirklich bin. Warum tut Diona ihrer Schwester so etwas an? Diona hasst ihre Schwester. Sie stand immer in ihrem Schatten. Also suchte sie beim Kult des Kosmos Macht? Ich dachte nicht, dass sie es so weit treibt. Surprise, surprise, oder? Mann, sind wir überrascht. Ich werde diese Verräterin töten. Sie will die Hohepriesterin beim Altar nördlich des Tempels umbringen. Du musst dich beeilen. Der Altar? Gut. Aphrodite wird ihr Opfer heute Nacht bekommen. Traust du dem Gesicht, das du in deiner Spiegelung siehst? Ich nicht. Heute bist du Geschichte, Alte. Hat sich's endlich ausgezahlt. Das sollte eigentlich hier sein, ne? Aber es wird mir wahrscheinlich noch nicht angezeigt. Holen wir uns die Schlange. Sie hat den Tod verdient.
werden wahrscheinlich normal kämpfen müssen. Ja. Ihr seid Zwillinge? Unglaublich, ihr seid Zwillinge! Sie war immer neidisch auf meinen Erfolg, Söldner. Das Leben in meinem Schatten brach sie. Töte sie sofort! Leben im Schatten? Ich habe dich geliebt, Iona. Ich wollte nie über dir stehen. Söldner, du musst sie töten, bevor der Kult Kythera an sich reißen kann. Es schmerzt mich, doch es muss sein. Du würdest doch gar nichts fühlen, du Monster. Wer weiß, ob du überhaupt Gefühle hast. Die Hohe Priesterin wird wissen, was in der Nachricht ihrer Dienerin stand. Traue den Mäuren nicht. Wie kannst du nur davon wissen? Ihr Ende muss so tragisch gewesen sein, dass sie die Mäuren verleugnete. Armes Ding, es war meine Schuld. Sie sollte dich ausspionieren. Und du ließest sie töten, als sie dich enttarnen wollte. Hör nicht auf ihre Lügen. Ich bin die Hohe Priesterin. Nee, bist du nicht. Vielleicht wäre es besser. Ich töte euch beide. Uns beide? Glaubst du, es kümmert sie, wer von uns lebt und wer stirbt? Sie sagt die Wahrheit. Bei den Mäuren. Wenn wir beide tot sind, schickt der Kult eine eigene Hohe Priesterin an unserer Stadt. Du musst wissen, was der Kult tun würde, oder, du Schlange? Vielleicht solltet ihr das unter euch klären. Wenn du gehst, wird noch mehr Blut an dir kleben. Iona wird mich umbringen. Schlange! Sie weiß, dass ich diejenige bin, die sterben wird. Wenn du nichts unternimmst, wird der Fall Kytheras deine Schuld sein. Genug! Töte Iona an Ort und Stelle! Tu das Richtige, Söldner! Töte Iona! Sei still! Du! Mich kannst du nicht täuschen. Es ist aus, Iona. Du Narr! Aphrodite, hilf mir! Ich hoffe, ich habe richtig gehandelt. Oh oh! Traue den Mäuren nicht. Diese Nachricht gab ich der Hohe Priesterin. Shit. Woher wusste die andere das? Ah. Bei den Mäuren. Was hast du getan, mein schöner Fremder? Verdammte Schlange! Du hast Kytheras Hohe Priesterin ermordet? Das wird den Menschen nicht gefallen. Und jetzt werde ich ihre Schwester töten. So leicht wird das bei mir nicht. Ich beiße, weißt du noch? Ich beiße immer! Die Frage, die ich mir stelle, hätte ich... Mein Gott, muss ich mal kurz konzentrieren. Die Frage, die ich mir stelle, hätte ich überhaupt die richtige Wahl treffen können? Ich kann mich nicht erinnern, der Falschen davon erzählt zu haben. Dich kümmere ich mich gleich. Wo ist er? Ist er weg? Du hast noch viel Schlimmeres verdient. So sieht das aus. Ah, ist echt ärgerlich. Dass ich da so versagt habe, ärgert mich, ohne Scheiß. Impefki. Waren wir schon in Impefki? Ich meine, nee, Impefki ist glaube ich bei Messara, ne?
Ah, ey, fuck. Wie ist es bei euch gelaufen? Habt ihr die richtige Wahl getroffen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Mist, ey. Ganz ehrlich. Na gut. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Diese Notiz. Ich meine, sie wusste sofort, was drin stand. Der anderen hatte ich das nicht gezeigt. Oder? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Na prima. Eigentlich kriegt ja keiner irgendwas mit, dass ich hier beide erledigt habe. Ist ja kein Zeuge mehr über. Gut, Kythera ist abgeschlossen, ne? Da können wir hin. Oder wir können hier oben hin. Was machen wir als erstes? Ich glaube, wir machen erst die Insel hier unten fertig. Dann haben wir alle Inseln erledigt. Sehr schön. Neue Insel. Wundert euch nicht, warum wir uns hier schon jetzt mit der Schnellreise hinbewegen konnten. Bin hier, als ich mit dem Schiff rumgefahren bin, einmal kurz an Land gegangen und habe den Schnellreisepunkt in weiser Voraussicht schon markiert. Erster großer Auftrag hier vorn. Dann beginnen wir mit der neuen Insel. Pefki. Was ein Name. Krieger! Willkommen, Pefki. Der Heimat des Minotauros und unserer weltberühmten Minotauros-Chitone. Chitone! Minotauros-Chitone! Eine Größe für alle. Ich verstehe nicht, wie eine Größe allen passen soll. Mein Name ist Arsenios. Wenn du wissen willst, wie du den Minotauros besiegen und zum bekanntesten Krieger der griechischen Welt werden kannst, ist diese Führung das Richtige. Ich bin Alexios von Sparta. Ich bin der Motherfucker hier. Du verkaufst es gut, Kind. Dann mach deine Führung. Hast du keine Angst, dass dir jemand deine weltberühmten Minotauros-Chitone stiehlt? Wer denn? Die sind für Minotauren. Wie du an den Statuen sehen kannst, ist der Minotauros ein furchtbarer Gegner. Also denk an diesen explosiven Tipp. Er hasst es, erstochen zu werden. Mit scharfen Gegenständen. Es heißt, das sei seine einzige Schwäche. Hier liegt er doch im Dreck. Sieh, eine lebensgroße Nachbildung des Minotauros. Die tatsächliche Größe kann abweichen. Wo ist der Rest von ihm? Auf dem Hügel. Er entglitt den Arbeitern, als sie ihn aufstellen wollten. Zwei von ihnen starben. Sauber aufgeschlitzt von den Hörnern. Naja, nicht sauber. Klingt, als wären sogar Minotauros-Statuen tödlich. Oh, die sind die tödlichsten. Man sagt sogar, Theseus sei von einer Minotauros-Statue getötet worden. Ist das so? Ich kenne viele Geschichten über den Minotauros. In den meisten klingt Theseus viel heroischer. Tja, Sparta ist nicht für seine gute Bildung bekannt, nicht wahr? Als nächstes behauptest du, die Medusa wäre echt. Freche Göre. Setzen wir einfach den Rundgang fort. Hey, in Pefki ist der Held König. Hier entlang. Bei Nacht, wenn du aufmerksam hinhörst. Wir müssen ihn wohl verpasst haben. Wen? Hier ist noch ein nützlicher Tipp, den du bei keiner anderen Führung getroffen. Der Minotauros ist ein Morgenmuffel. Glaub mir, ich kenne meinen Minotauros. Ich bin seit 27 Jahren im Geschäft. Und 27 Jahre. Ich hoffe, dass mein Sohn Arsenios Junior eines Krieger aus der ganzen Ägäis kommt nach Pefki, um gegen den Minotauros zu kämpfen.
Sie hoffen auf seinen Kopf als Trophäe. Bisher hat er sie alle besiegt. Aber ein frisch gepresstes Minotaurus-Huf-Elixier wird dir den Pep verleihen, den du brauchst, um zu triumphieren. Woher stammt dieses Minotaurus-Huf-Elixier eigentlich? Vom Huf des Minotaurus natürlich. Deshalb heißt es doch so. Aha. Und was macht dieses Elixier, außer mir Pep zu verleihen? Kommt drauf an. Was plagt dich? Halsschmerzen, schlecht heilende Wunden, Juckreiz an unaussprechlichen Stellen. Lindert es auch das Bedauern über langweilige Führungen? Ja. Und lass mich raten, du hast etwas davon dabei, das ich kaufen kann. Wie Pater immer sagte, verlasse nie das Haus ohne den gemahlenen Huf eines mythischen Wesens. Na komm, 200. Man weiß ja nie, wann man mal Minotaurus Huf-Elixier braucht. Eine gute Investition, mein verantwortungsvoller Freund. Danke. Jetzt komm, es gibt noch so viel zu sehen. Ich sage nicht, dass ich für die Zerstörung der Minotaurus-Statue verantwortlich bin. Aber ich sage auch nicht, dass ich es nicht bin. Ich sag mal so, das ist bestimmt Ochsenpisse, die wir gerade gekauft haben. Ja, Moment. Und damit endet die Führung. Das war die Führung? Ich habe nichts über den Minotaurus erfahren. Meine Kunden sind immer zufrieden. Bezahle meinen Partnern auf dem Weg nach draußen. Und genieße deinen restlichen Aufenthalt in Pelfki. Du bekommst nicht eine Drachme von mir. Nein, nicht eine. Ich bekomme sie alle. Packt ihn! Ja! Der Mann ist ein wandelnder Geldbeutel. Och, ihr werdet alle im Dreck liegen. Lauf nicht zu weit, kleiner Mann. Du bist der Nächste. Lauf ja nicht zu weit, ich sehe dich. Ich bediene mich erst an deinen Sachen hier. Na, jetzt kackst du dir eine Hose, hä? Sehr gut, Krieger. Du hast den Überfalltest bestanden. Das schafft nicht jeder. Du hast dir einen extra Rabatt auf unsere weltberühmten Minotaurus-Chitone verdient. Oder, weißt du was? Heute hast du mir etwas gezeigt zum Thema Freundschaft. Und dafür werde ich dich bezahlen. Hier, ein paar Drachmen für eine sehr lehrreiche Führung. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Eine Sache noch. Ich suche nach jemandem namens Melite. Ein Mann mit Einfluss und einer Vorliebe für Masken. Ich habe noch nie von ihm gehört. Aber ein Mann in der Stadt, Leandros, kennt einfach jeden. Ich wette, er kann dir helfen. Leandros, vielleicht sollte ich es bei ihm versuchen. Hey! Ja? Wie lebt es sich so als Söldner? Ach, könnte schlimmer sein. Das ist nice. 3500 Drachmen. Immer wieder gerne. Gut, wo sind wir denn jetzt hier lang gerannt? Lagerhaus. Und das ist? Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen hier das Lagerhaus. Der Minotaurus scheint hier beliebt zu sein. Wenn ich mit ihm fertig bin, dann hat sich das erledigt mit dem Minotaurus. Da liegt er genauso im Sand wie die Statue hier links.
Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Er wollte nicht durchfliegen. Dann halt so. Es war mir eine Ehre. Das trifft die spartanischen Kriegsbemühungen. Was ist als nächstes an der Reihe? Der Hafen. Hier haben wir ein Fragezeichen. Dann hierhin. Nehmen wir mal lieber das Pferd. Leandros, dem sprechen wir gleich noch. Ich habe hier nichts zu suchen, das ist richtig. Aber ihr könnt es... Stehl es doch. Aber ihr könnt es nicht verändern. Die Schatzkammer wäre geplündert. Jede Menge Erfahrungspunkte mitgenommen. Dann sprechen wir mal mit Leandros. Es gibt keinen Grund zu drängeln. Ihr erhaltet alle eure Chance. Ah, ein mächtiges Prachtexemplar nähert sich. Sehnst du dich nach Ehre, nach Ruhm, nach dem sicheren Tod? Zwei von den dreien interessieren mich. Dann suchst du den Kampf mit dem Minotauros. Ich sehe weder ein Labyrinth noch ein goldenes Wollknäuel. Aber wenn es einen Minotauros gibt, bin ich ganz Ohr. Dann hör gut zu, adleräugiger Freund. Erlegtest du den Minotauros, kämst du Theseus gleich. Dann nenn mich und schon mal Theseus. Du würdest den großen Preis von Pefki einheimsen. Euer Minotauros muss sterben. Klingt, als hätten wir einen weiteren Teilnehmer. Es folgen die Prüfungen des Minotauros. Die Vorprüfungen. Sagtest du gerade Minotauros Vorprüfungen? Um gegen den Minotauros kämpfen zu können, musst du dich erst in heldenhaften Prüfungen würdig erweisen. Wir können doch keine arglosen Reisenden einfach so in den Tod schicken. Hefki-Regeln. Woraus genau bestehen die Vorprüfungen des Minotauros? Es gibt eine Prüfung der Stärke. In dieser trittst du gegen die größten Krieger Kretas an. In der Prüfung der Genauigkeit musst du ein gutes Auge beweisen. Und in der Prüfung der Ausdauer zähmst du das Wasser. Ich soll also schwimmen? Das ist doch ein Trick, um mich zu bestehlen. Söldner, ich... Also, wie kannst du nur so etwas denken? Du bist eine furchtbare Person.
Was genau ist der Preis von Pevki? Nichts weniger als unbegrenzter Reichtum. Krieger, die vom Minotauros besiegt wurden, haben keine Verwendung mehr für ihre Drachmen. Also sammeln wir sie für einen Preis, der jenem gebührt, der die Bestie erlegt. Euer Preis besteht aus Drachmen, die von den Toten geplündert wurden? Bitte. Ich versichere dir, dass viele dieser Münzen direkt an die berühmte Schule für Kinder, deren Eltern auf tragische Weise vom Minotauros getötet wurden, gehen. Ja, Sigi. Bist du bekannt mit einem gewissen Melite? Melite? Nun, ich... Nein, noch nie von ihm gehört. Seltsamer Name, an den würde ich mich erinnern. Du lügst. Ich mache deine Prüfungen. Vorprüfungen? Ich mache deine Vorprüfungen. Aber dann gehört der Minotauros mir. Wunderbar! Und vergiss nicht, die Abzeichen deines Erfolges vom Prüfungsleiter abzuholen. Ach, noch ein Held, der uns vor den langen Schlangen und den überteuerten Minotaurus-Andenken in Pevki retten will. Ah, darf ich dir meine Frau Kore vorstellen? Eine seltene Schönheit und so vorlaut gegenüber meinen Freunden. Bitte, Leandros, es gibt Wichtigeres als Ruhm und Reichtum. Nicht jeder, der ein Schwert hat, sehnt sich nach Ruhm. Familie ist wichtiger. Richtig. Das versuche ich diesem feigen Wurm in der Gestalt meines Mannes auch klarzumachen. Hey! Es geht um unsere Tochter. Eure Tochter? Amara. Sie ist weggelaufen. Es geht ihr ganz bestimmt gut. Sorge dich nicht um Amara. Es gilt, einen Minotauros zu erschlagen. Großer Kampf. Jede Menge Blut. Denk an den Ruhm. Denk an den großen Preis von Pevki. Bitte glaube mir, Held. Nichts ist, wie es scheint in Pevki. Vielleicht hilft das Lösen eines Problems, alle anderen zu lösen. Geh, mein legendärer Freund. Die Vorprüfungen des Minotauros warten. Ich verstehe. Wer von euch fürchtet sich? Wer ist schwach oder ängstlich? Wer von euch ist stark? Dann beweist euch! Kommt und messt euch mit ihm! Wo sind denn diese Prüfungen? Vorprüfung der Stärke, der Ausdauer und Genauigkeit. Alles direkt hier. Ist Pevki eigentlich noch größer? Ja, das hier rechts noch. Was ist das? Sie wollen Blut sehen. Ah, die Arena, genau. Und das? Immer noch die Arena. Beides. Ja, nee, läuft. Freunde, in der nächsten Folge machen wir die Vorprüfung. Gehen wir mal in die Fragezeichen, Erkundung und schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.